Okay, 1, 2, 3, and... Benvenuti nel padiglione tedesco e la tugara fare pomodori e peperoni. Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Elias, euer Gorilla-Botschaft aus Österreich und heute reden wir über die Clap. Die Clap ist eine Snare, die man auch beim Humming verwenden kann, aber bevor wir zu den Beats kommen, kommen wir erstmal zur Bildung. Um eine Clap zu bilden, presst ihr nur mit dem Mund- und Rachenraum ganz viel Luft durch die Lippen, die sehr angespannt sind. Also wenn es klingt wie ein Pups, dann seid ihr im richtigen Weg. Mach mal. Na. Perfekt! Perfekt, genau. Genau, genau. Wenn ihr dann den Pups habt, macht ihr den Pups für den Bruchteil einer Sekunde. Perfekt! Genau, für den Bruchteil einer Sekunde. Das könnt ihr jetzt beim Summen verwenden. Das heißt, um dieses Snare zu üben, könnt ihr einfach, wie in einem vorigen Tutorial gezeigt, den Snoop Dogg Beat verwenden. Das war's auch schon mit der Clap. Die Clap ist einer der wichtigsten und besten und geilsten Snares im Beatbox-Universum. Unbedingt lernen, schreibt in die Kommentare, wir sehen uns demnächst. Jetzt gehe ich wieder nach vorne. Nein, 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 nein.